So, hallo und herzlich willkommen zum Spieltag Nummer 8 der Oberliga Hamburg, Altona 93 gegen den HSV 3. Unser Beileid gilt seiner Familie und Freunden. Wir wünschen euch Kraft und Rückhalt. Mach es gut, Chris. So, wir machen es nochmal. Entschuldigung dafür, es gab gerade noch eine Durchsage, weil ein langjähriger Fan des AFC, Sir Chris, verstorben ist und wir natürlich seiner Familie unser herzliches Beileid wünschen. Aber wir kommen zum Sportlichen. Bei mir heute ausnahmsweise mal nicht Aaron, sondern ein neues Gesicht, das ihr nicht sehen könnt. Ganz herzlich willkommen bei uns im Stream-Team, Jan-Hendrik. Toni, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich dabei zu sein heute. Ich freue mich sehr, so tatkräftig von dir unterstützt zu werden. Es wird heute, glaube ich, auch sehr kompliziert, weil der HSV uns das Kommentieren, glaube ich, nicht so einfach machen wird. Dazu kommen wir aber später noch. Wir schauen uns erstmal das Heim-Line-Up an und gucken mal, ob das so halbwegs. Nee, das glauben wir nicht, dass das so ganz stimmt. Das haben wir gerade in Kürze und hat unser Produzent das gerade noch eingehackt. Also, wir fangen mal an. Tor, klar, Barkmann hat gegen Niendorf großartig gehalten auch. Paetschke, Nielsen, Innenverteidigung sind wir auch d'accord. Und ich glaube, bei den Außenverteidigern auch noch. Sind wir uns da auch noch d'accord oder was sagst du? Ja, muss man so ein bisschen schauen, ne? Also Beermann hat ja schon zu Beginn der Saison rechts hinten gespielt, dann aber auch teilweise sehr offensiv. Werden wir mal sehen, ob er oder Saibu auf rechts außen in der Rechtsverteidigerposition starten werden. Also genau. Genau, und mein Guess wäre dann, dass wir Schauer eher wieder auf der 6 neben Ratjen erwarten dürfen. Ratjen mit der eher defensiveren Rolle, Schauer etwas offensiver. Ich vermute auch, sowas zumindest gegen Niendorf, dass Gries und Abrahamian beide einen Doppelsturm, Doppelspitze bilden und wir dann zwei über außen kommen lassen. Also eher, dass es ein 4-4-2 wird. Was meinst du? Also, ich glaube, dass der Ausfall von Kevin immer noch so ein bisschen wehtut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das heute auch ohne ihn ein sehr offensives Spiel sein wird gegen den HSV 3. Und dementsprechend kann ich mit der Aufstellung absolut leben aktuell. Hinsichtlich auch, dass die Bank ja auch noch aufgefüllt werden musste durch Spieler der zweiten. Genau so ist es. Ich habe vor dem Spiel auch kurz schon mit Andy Bergmann, unserem Coach, drüber gesprochen. Der hofft jetzt angesichts der englischen Woche, die vor uns liegt, dass sich heute keiner irgendwas tut. Das ist ihm heute das Allerwichtigste, weil ansonsten, also wir haben jetzt eigentlich schon ein Problem, aber dann haben wir ein richtiges Problem. Okay, genug zu uns. Wir schauen mal auf den Gast und da wird es jetzt super kompliziert. Da wagen wir uns wie standesgemäß wie bei keinem Stream an irgendeine taktische Aufstellung. Beim HSV 3 ist das aber auch besonders schlimm, denn sie hatten bisher 25 verschiedene Spieler schon im Einsatz. Sowieso auch die Ergebnisse sehr durchwachsen. Gewinnen manchmal 4-0, werden dann aber auch mal von Süderelbe 7-0 vom Platz gefegt. Ist für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht einzuschätzen, diese Mannschaft. Wie ist das für dich? Für mich ist es ganz genauso. Ich habe mal geschaut, in der letzten Saison sind 89 Tore in Oberligaspielen mit HSV 3 Beteiligung gefallen. Das ist recht viel, da unter dem Aspekt, dass wir in der letzten Saison ja in der Oberliga die ähnliche Situation hatten wie in der Regionalliga Nord, also mit Vorrunde bzw. Hauptrunde und dann Meisterabstiegsrunde und der HSV 3. Also ich kann mich an kein 0-0 erinnern, das sind beim HSV 3 in der Oberliga mal passiert ist. Von daher, das kann sehr munter werden heute. Okay, du versprichst uns ein torreiches Spiel, da freuen wir uns dann natürlich drauf. Eine Anmerkung kann man vielleicht zum Kader noch machen, mit der Nummer 3 Burmeister, Innenverteidiger,
alter Bekannter, der hat schon mal bei Altona 93 gespielt, auch wenn es nur sehr kurz war. Das war die 21er-Saison, glaube ich, und dann auch nur eine Saisonhälfte und gar nicht die ganze Saison. Auf jeden Fall ein alter Bekannter, den wir natürlich ein bisschen im Blick haben. Ich würde vorschlagen, wir setzen noch mal ganz kurz ab und begrüßen euch dann pünktlich zum Anpfiff wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Es geht aufs Feld. Heute, wie gewohnt, mit unseren beiden Kamerakindern Simon und Ruben. Vielen Dank dafür. Und Ruben ist heute besonders glücklich, weil er hat ein neues Objektiv und wird uns hoffentlich wunderbare, wie hier zu sehen, wunderbare Close-ups liefern. Damit ihr den Spielern auch mal ins Gesicht gucken könnt. Das wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo ich den Referee mal vorstellen würde, aber uns wurde leider unser Spielplan geklaut, weil Andreas Bergmann den noch brauchte. Das reichen wir nach. In der zweiten Hälfte, glaube ich. Ah, Ben-Henry Uhrig ist es mit den Assistenten André Becker, Jan-Philipp Dammars. Oh, und wir kriegen auch wieder eine Liste reingereicht von Emra, dem Stadionsprecher. Vielen Dank dafür. So, wir sind gespannt, wie sich hier gleich aufgestellt wird. Eieiei, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Hast du die schon, die haben sich da irgendwie reingeschlichen? Ja, die haben sich dann auch schon auf dem Weg vom Bahrenfelder Bahnhof bemerkbar gemacht. Also, weil sie einfach mit 30 Leuten auf einmal angekommen sind. Das ist ja in der Oberliga Hamburg jetzt auch nicht unbedingt immer so. Und auch beim HSV 3 ist es auch nicht immer so, dass sie mit so einer starken Zug, beziehungsweise mit so einer starken, großen Anhängerschaft dabei sind. Sicherlich auch dem geschuldet, dass der HSV 1, also der HSV gestern Abend in Kiel gespielt hat und die zweite auch heute nicht spielt, wenn ich mich nicht komplett irre. Also von daher schön, dass da vielleicht so 30, 40 Fans des HSV, beziehungsweise des HSV e.V. Heute dabei sind. Könnt ihr oben rechts in der Ecke sehen, von euch aus gesehen. So, wir gucken mal auf die Sortierung. Also es scheint doch so zu sein, dass Saibu den Linksverteidiger macht und rechts spielt dann Beermann. Die Doppel-6 scheint aber dann richtig zu sein. Grosche ist stattdessen dann vorne rechts, vorne links Gurua und wie vermutet die Doppelspitze mit Abraham Jan und Gries, der hoffentlich wieder fit ist. Der hat sich im letzten Spiel richtig verausgabt. Ich war eigentlich da, habe es dann nicht gesehen, habe aber nachträglich der Presse noch entnommen, dass er sich wohl direkt nach dem Spiel kräftig übergeben musste. Also hoffen wir, dass er ein bisschen Kräfte wieder gesammelt hat. Erstes Foul an Nielsen.
Und im Hintergrund, Martin, isst du schon wieder? Was ist das? Ist das ein Lutscher? Das ist mega unprofessionell. Naja. Aber der HSV will das zum Konter nutzen, aber sind sich da auch ein bisschen uneins, wer da nach vorne gehen soll. Spielaufbau jetzt über Petschke. Saibu. Saibu hat mir in Niendorf auch sehr gut gefallen. Ja, ich bin sehr gespannt auf ihn. Also gab ja in der vergangenen Saison bzw. in der Sommerpause den ein oder anderen Bericht, wie sehr Andi Bergmann von ihm geschwärmt hat, als er noch in Ostdorf gespielt hat. Dementsprechend schön, dass er jetzt beim AFC ist. Und auch wenn er den Saisonstart nicht mitschlagen konnte, ist es schön, dass er jetzt dabei ist. Und Steffen Nielsen liegt schon wieder. Den hat es gegen Niendorf auch schon die ganze Zeit erwischt. Naja, vielleicht für uns die kurze Gelegenheit, euch noch was zu erzählen. Abrahamian könntet ihr nämlich noch gar nicht gehört haben. Der ist nämlich ganz spontan zum Niendorf-Spiel noch zum Kader gestoßen. Und man darf aufgrund seiner Transferhistorie, der kam jetzt zwar war gerade vereinslos, davor aber war er bei Cordi. Und da darf man, glaube ich, durchaus vermuten, dass Mato Mitrovic, unser neuer Liga-Manager, der da ja auch eine Historie hat, da seine Finger mit im Spiel hat. Wir haben keine Aufstellung. Martin möchte gerade eine Aufstellung haben, unser Produzent. Genau, seine Jugend beim HSV bei St. Pauli Kiel 2020 unsympathischerweise kurz bei Teutonia. Genau, ist dann aber zum VfL Lohbrügge und zu Concordia, also wirklich sehr ähnliche Historie wie Mato. Die letzte wirklich nennenswerte Saison ist bei ihm aber die Saison 1920 gewesen. Seitdem kein Tor mehr. Spiel plätschert gerade noch so ein bisschen vor sich hin. War für das Trainerteam wahrscheinlich auch nicht so ganz easy, den Gegner einzuschätzen. Uhua, Saibu überläuft, aber Ball fliegt erstmal ins Aus. Einwurf Saibu jetzt auf Abrahamian. Der wird da ein bisschen umgerissen. Das gibt aber Saibu die Gelegenheit, den Ball reinzubringen. Versucht da Gries zu finden, aber das wird nichts. Oh. Martin hat mich gerade auch noch auf den Chat hingewiesen, den wir natürlich auch ein bisschen im Blick haben wollen. Wir wurden schon aus Enschede gegrüßt. Cheers back. Ach, und Herr Luft darf lauter. Sehr schön. Das dürfte Eckball gewesen sein, ja. Oh, die kommen nicht schlecht.
Einwurf HSV jetzt. Wir erzählen gerade nicht so wahnsinnig viel, weil ich das gerade noch relativ abtastend finde. Ich weiß nicht, wie dein Spieleindruck bisher ist. Ähnlich. Also ich hätte jetzt, also muss zugeben, ich habe den HSV 3 in dieser Saison noch nicht gesehen, in den letzten Jahren aber schon. Und da ist mir vor allem dieses schnelle Umschaltspiel aufgefallen, was natürlich auch defensiv dann auch gerne mal für die eine oder andere Anfälligkeit gut ist, beziehungsweise schlecht ist aus Sicht des HSV 3. Aber in der Vergangenheit, in den letzten 2-3 Jahren war der HSV relativ, den Spiel, wo ich sie gesehen habe, relativ schnell mit Kontern unterwegs. Von daher, mal schauen, wie das heute ist. Aber bisher ist es auf alle Fälle noch eher verhalten, würde ich mal auf alle Fälle jetzt zu diesem Moment sagen. So, kurzer Abstoß. Saibu. Eieiei. Und jetzt gibt es schon die langen Bälle nach vorne, aber wenig erfolgversprechend. Im Chat wird schon der Referee gelobt. Das sagt dann auch einiges über Spiel aus. Jetzt kann Gohua vielleicht auf Ries durchstecken, kommt nicht durch, behält aber den Ball, beschwert sich dann, statt dann noch weiter hinterher zu gehen, bricht seinen Lauf ab, weil er behauptet, gehalten worden zu sein, war dann aber schon im 16er und dafür ein Elfmeter ist dann doch ein bisschen fragwürdig, während jetzt schöner Steckpass, Versuch vom HSV 3, aber kein Problem, Barkmann. Und die HSV-Fans sind auf jeden Fall hardcore drauf, singen viel und sie boykottieren Katar. Das ist schön, sehe ich gerade das Schild. Das gibt es dann sogar zweimal heute, weil es ja auch hinter, zwischen Zeckenhügel und Blacklock ist ja auch die Boykott Katar, der Boykott Katar-Banner regelmäßig zu sehen. Also heute schon zu zweit. Sehr schön. Dürfen auch mal gespannt sein. Ich weiß nicht, ob da die Spiele schon angesetzt sind, aber man kann dann, glaube ich, einfach Oberliga gucken. Also ich würde grundsätzlich immer eher Oberliga gucken. Das sowieso, ja. Bekanntlich das Problem in Hamburg ab Mitte November ist ja eher das Wetter, dass der Fußballverband dann doch gerne mal das ein oder andere Spiel nach ein bisschen mehr im Regen direkt absagt, solange es auf Naturrasen stattfindet. Vor allen Dingen bei der AJK. Vor allem bei der AJK. Aber vielleicht können wir da auf den Klimawandel setzen, dass wir einen warmen Winter bekommen mit wenig Regen. Und vielleicht nicht dann nur Nachholspiele im März haben. Oh ja, und ich sehe im Chat, Hermann hat sich schon über Gohua, vermute ich mal, beschwert, der da seinen Angriff vorhin abbrach, weil er einen Foul haben wollte. Welcome, Hermann. Er ist auch jedes Mal am Start. Ziemlich cool. Schöner Pass. Bisschen zu weit, aber zumindest gut, dass das mal dass der AFC auch mal versucht, diese Bälle zu spielen und nicht versucht, den Ball sozusagen ins gegnerische Tor zu tragen, was ja doch in der letzten Saison häufiger mal der Fall gewesen ist, wenn es nur mal geklappt hat, wenn man noch mal ehrlich sein muss. Ball kommt durch, Ries verteilt ihn auf Außen.
Und Grosche versucht es einfach mal direkt. Kann man machen, so wie von dir gefordert. Oder wie Tim jetzt sagen würde, einfach mal auf dumm drauf. Vermute aber, dass Andreas Bergmann da nicht so ein wahnsinnig großer Fan von ist. Der ist steht doch sehr auf kontrolliertes Spiel. Hat hier auch die Ambition, seinen Schützling so viel Taktik mitzugeben, dass es irgendwann wieder in die Regionalliga gehen kann. Oh, und wir haben auch HSV-Fans im Chat. Moin. Ruhe versucht jetzt mal anzulaufen, hat aber wenig Erfolg mit seinem Pressversuch. Da hat der FC Glück. Das da der Nummer 13. Wir haben immer noch keine Aufstellung groß. Ne? Nummer 13 vom HSV, da gerade der Ball durchrutscht. Lütgen. Danke. Schauer kann er den Fuß zwischenhalten und dann sollte Abraham ja den Ball da holen. Das geht aber nach hinten los, dann holt er sich den doch wieder zurück, verliert ihn wieder. Dann holt ihn Radchen zurück. Jetzt mal Seitenwechsel, aber der geht schief. Auch Saibu sieht da nicht so schön aus. Und jetzt war die rechte Seite vollkommen offen. Ball geht ins Zentrum. Okay, der Schiri lässt hier fröhlich laufen. Den pfeift er jetzt. Hättest du da vorher schon gepfiffen? Ja. Ja, es ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass beide Mannschaften sehr bemüht sind, nicht so schnell ja, mit offenem Visier irgendwie anzulaufen oder dann ja, überfallartig mal die gegnerische Hälfte zu ja, mit mehr Leuten zu erreichen. Von daher sehr interessant. Also ich hätte eher mitgerechnet, dass es ein bisschen mehr von HSV 3 Seite ein bisschen mehr nach vorne geht. Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass sie das letzte Spiel doch relativ deutlich gegen Kursack. Bermann wird zu Fall gebracht. Und Elfmeter. Es gibt Elfmeter für den AFC. Ich habe die Wiederholung leider nicht für euch, sorry. Wir arbeiten dran. Das drückt normalerweise Aaron, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Deswegen habe ich das gerade verballert. So, Michael Gries. Und oh nein, und ballert gegen die Latte. Davon hätte ich jetzt ein Replay, aber ich glaube, da möchte ich gar nicht drauf gucken. Also das... Eieieiei. Ich habe es irgendwie ein bisschen kommen sehen, muss ich ehrlich sein, weil das ist einfach bei uns Elfmeter... Das ist eine Geschichte für sich. Oh. Kann man, letzte Saison war ja auch an einigen Stellen. Schön. Abraham hat zu Fall gebracht, aber der Schiri lässt jetzt einfach viel weiterlaufen. Das ist die Möglichkeit für den HSV. Kommt gerade mit viel Tempo. Kann Bermann einen Tick rausnehmen. Dann fordern die HSV-Fans Hand oder. Ich glaube, das, da war nichts. Hat auch keiner auf dem Feld. Oh, meine Güte, da tankt er sich jetzt aber durch. Na, mal schauen, was der Referee da draus macht. Aber
wundert mich, dass er da nicht vorher schon irgendwie das Foul gepfiffen hat. Nummer 8 vom HSV da wirklich sehr robust rein. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? Ja. Vielleicht war er gerade selber überrascht, dass er als Rechtsverteidiger da so links auf der gegnerischen Hälfte so durchkommt. Ich glaube, der Freistoß an der Stelle ist, glaube ich, in Ordnung für den HSV. Ich habe das Gefühl, die letzten 3-4 Minuten waren dann doch aufregender als die Anfangsviertelstunde. Ja. Hoffen wir, dass das so weitergeht. Ja, aber einen Elfmeter hätte man mal machen können. Das hätte dem Spiel sicherlich auch gut getan. Denn irgendwann muss dann ja mal jemand das Visier runter machen. Hoch, Entschuldigung. Ja, es war in den letzten Minuten etwas giftiger, als ob sie so ein bisschen durch den Elfmeter aufgewacht sind. Gehen gerade sehr früh rauf bei dem Abstoß, beziehungsweise haben dem AFC gar nicht die Möglichkeit gegeben, in irgendeiner Form ein Spiel, den Spielfluss da irgendwie entsprechend zu laufen zu bekommen und haben den Ball jetzt wieder. Im Chat wird schon über die Referee-Leistung gesagt, dass man das Gefühl hätte, ihm entgleitet das Spiel. Der lässt relativ viel laufen, also ich habe das vorhin auch mit der Aktion, als es dann einen HSV-Freistoß gab, hätte ich wahrscheinlich davor den für Altona gepfiffen, dass die Nummer 8 vom HSV da sehr robust reingegangen ist. Mal schauen, wie sich das noch so entwickelt. Das war mal ein Schuss. Solltet ihr ab und zu mal ein Brummen hören, sorry dafür. Das ist die unstete Stromversorgung hier an der AJK. Ist ja alles auch nicht mehr so im besten Zustand. Da wird seit... Klar ist, dass umgezogen wird, auch nicht mehr wahnsinnig viel rein investiert. Gurur bleibt da stecken bei seinem Ball. Langer Ball, der kommt aber auch nicht an. Oh nein, auch Martin. Wollen wir da? Ach so. Das war das den hast du nochmal. Ah, schön. Ich dachte, du zeigst uns den Elfmeter nochmal. Das war nämlich das letzte Mal, dass ich gedrückt habe. Ja, so einen kann man mal auspacken. Aber Barkmann jetzt 2-0. Kann man ihm wünschen, dass es so weitergeht. Ich glaube, gerade das letzte Spiel, wo er... auf jeden Fall Paraden im zweistelligen Bereich hatte, sollte ihm Rückenwind gegeben haben. Schöner Pass.
Die Altona-Fans erwachen jetzt auch ein bisschen. Würden sich vielleicht auch ein bisschen mehr Drive wünschen. Ja, Ratin scheint dann noch was an den Kopf bekommen zu haben. Ja, und wir gucken auf die x-te Behandlungspause. Das hatten wir vorhin auch schon länger bei Nielsen. Können wir vielleicht über noch mehr unschöne Dinge sprechen, nämlich über die zweite von Altona. Ich weiß, verfolgst du die auch ein bisschen? Ja, definitiv. Ich war halt nicht beim letzten Spiel, das war nämlich direkt vor Niendorf, das ging praktisch ineinander über. Da waren sie auswärts bei der Sivasspor und haben da überraschend verloren, muss man sagen. Die sind sehr gut in die Saison gestartet, haben eigentlich alles mitgenommen und da kriegen sie dann innerhalb kürzester Zeit 3 Gegentore eingeschenkt. Erkämpfen sich dann am Ende immerhin noch ein 3:2. Jakob Sachs hat auch gespielt, ein alter Bekannter. Jakob Sachs? Ja. Der ist ja der Coach mittlerweile. Ja, das ist mir bewusst, aber das wäre doch auch nochmal einer für die Erste. Oder dafür würde ich... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dafür würde er von sich selber sagen, ist er nicht mehr fit genug. Also er ist da jetzt auch in der 60. gekommen. Benny hat es auf jeden Fall vor. Benny Lipke, den haben wir da ja auch noch als Coach. Der letztes Jahr war er noch bei einem anderen Verein gemeldet. Das ist das Tor! Ja, super. Aus dem Nichts, Gohua! Da müssen wir doch nochmal drauf gucken. Gohua mit dem Kopf. Wahnsinn. Kam irgendwie aus dem absoluten Nichts, steht dann da vorne und... Da können wir nochmal drauf gucken. Der Ball springt da irgendwie so hin und her und gerade dem Riesen... Tippt er den Ball da einfach ein bisschen, lupft er den nur so ein Stück an. Also von einem platzierten Kopfball kann man da jetzt, glaube ich, nicht sprechen. Da hat er sich gegen Sampané auf alle Fälle gut durchgesetzt. Aber das passiert halt. Wir müssen einfach nur über Jakob Sachs und Benny Lipke reden, über die alten Zeiten. Und dann geht das auch. Dann wollen die Jungs auch, dass wir in ein paar Jahren auch so von ihnen sprechen. Entsprechend. Also, sehr schön. Ja, und Amel macht es genauso wie im letzten Spiel. Da hat er nämlich auch ein Tor geschossen. Kontertor in der 94. wenn ich mich recht entsinne, war das. Haben sie schön ausgespielt und hat er dann ganz souverän vollendet diesen Konter. Ja. Ich freue mich auf alle Fälle, dass er geblieben ist. Also er hat mir auch in der letzten Saison in der Regionalliga sehr gut gefallen und dass er halt auch frühzeitig dann beim AFC verlängert hat, hat mich wirklich sehr gefreut, einfach auch um noch 1, 2, 3 Stammspieler aus der Regionalliga-Mannschaft dann auch entsprechend mit in die Oberliga zu nehmen, in Anführungsstrichen. Von daher war das, fand ich das sehr schön. Mhm. Und freue mich, dass er jetzt heute wieder getroffen hat. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, er kommt auch immer ein bisschen besser in Tritt. Die ersten Spiele, muss ich sagen, war ich ein bisschen überrascht, weil man ja dann davon ausgeht, ah, der ist eigentlich Regionalliga gewohnt, dann sollte Oberliga kein Problem sein, aber ja, der hat die ersten Spiele dann doch ein bisschen gebraucht, da nicht seine besten Spiele gemacht. Wirkt da auch nicht so ganz fit, aber das sieht mittlerweile ganz anders aus. Und dann macht er auch seine Tore. Ratchen ist da gerade leider weggerutscht. Ich glaube einfach, dass auch wenn Gohua das natürlich irgendwie kennt, unser Trikot zu tragen, aber mit der komplett anderen Mannschaft. Das ist ein bisschen zu schlamm. Ja, sein Bruder schon wieder weggerutscht. Ja. Vielleicht auch noch mal andere Schuhe in der Halbzeit, ich weiß es nicht. Hat ja kurz vorm Spiel noch mal ein bisschen geregnet. Sollten aber eigentlich ideale Bedingungen sein. Der Rasen vielleicht wieder einen Tick abgetrocknet.
Aber um nochmal den Gedanken aufzunehmen, also gerade so, wenn man bedenkt, dass er neben Piet Verbeek und Marco Heskamp der einzige Spieler gewesen ist, der in der letzten Saison in der Regionalliga von der AFC aufgelaufen ist und sich die Mannschaft dann... Oh, harmloser Schuss hier. Harmloser Schuss. Trotzdem aufpassen, AFC jetzt nicht nachlässig werden. Ich finde das ein bisschen in den letzten Minuten mit ein bisschen mehr Ruhe jetzt reinbringen. Aber um den Satz jetzt endlich zu werden, deswegen kann ich auch irgendwie verstehen, dass die Mannschaft da aber noch nicht eingespielt ist und er auch noch nicht so ganz die Impulse setzen kann. Das 21:1 gegen Störtebeker würde ich da jetzt mal rausnehmen. Ja. Ja, ich glaube, du sprichst da auch den sehnlichsten Wunsch von Andreas Bergmann an, nämlich dass er jetzt ein bisschen Kontinuität reinbekommt, dass der Kader auch zur nächsten Saison dann zusammenbleibt. Sein Ziel ist ja auf jeden Fall, irgendwas Nachhaltiges aufzubauen. Das erkennt man bei der Jugendarbeit, wo er ganz viel mitwirkt. Und das wünscht er sich auf jeden Fall auch für die erste Mannschaft. Ball in die Mitte, aber Rosche kommt noch ran, Schuss. Und den holt Müller noch raus. Schöner Schuss. Radchen wird da von hinten ein bisschen weggeschoben, aber alles fair. Jetzt vielleicht die Chance für den HSV, aber schlechter Ball auf die Nummer 10. Schön. Und Amel wieder. Tankt sich da gegen 2 durch und gegen Nummer 3 holt er eine Ecke ein. Ach, aber seit dieser Szene und wo der Chat ja auch gefordert hat, dass er doch bitte weiterspielen soll, gefällt mir Gouha jetzt schon wieder besser. Und hier sehen wir mal den schönen Schuss. Ja, hat Müller gut rausgeholt, der Keeper. Und Hermann sich gerade freut sich auch schon, dass wir aktuell 7. in der Tabelle sind. Ich weiß nicht, ob das, also vor der Saison hätte ich mich da nicht so drüber gefreut, muss ich sagen. Mittlerweile, okay. Ich finde, unter dem Aspekt, dass man, und ich will mich nicht die ganze Zeit wiederholen, aber dass dieser Kader halt eben komplett neu zusammengestellt ist, ist das schon eine beeindruckende Leistung. Nicht so, aber dass man das eben, klar hätte man sagen können, gut, am Saisonende, wenn wir am Saisonende 7. sind, dann würde ich sagen, okay, da, aber wenn man dann eben so ein bisschen schaut, wie sich das so entwickelt und wie unterschiedlich das alles gerade noch in der Oberliga Hamburg ist, da lohnt wirklich ein Blick auf die Tabelle, wenn man bedenkt, dass Hamm United in einer ähnlichen Situation gewesen ist. Kommt wieder eine Einwurfflanke, die aber Tom Burmeister klärt. Noch den Vorteil. Also deswegen, die Liga ist wirklich total spannend und es ist total schwierig an dieser Stelle einfach zu sagen, wo die Liga einfach jetzt steht, wenn man so schaut, wie das noch in die Liga gekommen ist. Wie andererseits aber der ETV, von dem glaube ich alle der festen Überzeugung gewesen sind, dass man auf alle Fälle eine gute Rolle spielen wird, aber dass die so gut reinkommen und auch dass beispielsweise das Derby bei Vicky gewinnen, das ist schon sehr interessant, der Saisonstart. Ja. Schön. Pfeift kein Foul, geht weiter. Gries, Abrahamian läuft außen. Schön. Den spielt er jetzt auch an. Aber ein bisschen Tempo geht dadurch verloren und abseits. Ja, den Ball hätte er etwas früher spielen können. Also Gries. Ja. Ja, zieht er erst noch in die Mitte und erst als er wirklich gemerkt hat, okay, da sind 2 Leute, da komme ich nicht vorbei, spielt er dann den langsamen Ball auf außen. Ja, und der HSV spielt hier ein bisschen schlampig, muss man sagen. Das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass da so ein Ball durchrutscht. Ja,
Das ist genau das, was ich meine, dass der HSV in solchen Situationen es echt gut schafft, in die Konter zu kommen. Und Gott sei Dank ist Barkmann da. Aber das ist das, was ich angesprochen habe, diese Explosivität, die der HSV dann doch hat. Deswegen ist es total gefährlich und man darf sich da echt nicht drauf verlassen, dass das alles immer so gut geht. Abraham Jan jetzt zurück. Also was mir da jetzt aufgefallen ist, das war auch schon das zweite Mal, dass es da über unsere rechte Seite passiert und dann fehlt immer ein Innenverteidiger. Und Beermann rückt dann super weit ins Zentrum. Das müsste man aus meiner Sicht weiter außen weg verteidigen, während wir hier auch Glück haben, dass Nielsen da im Weg steht. Und der Ball nicht aufs Tor kommt, aber es gibt eine Ecke für den HSV 3. Es ist echt auffällig, wie sehr sowohl die Spieler des AFC als auch die Spieler des HSV regelmäßig wegrutschen. Vor allem auf dieser Seite des Spielfelds. Du willst ja jetzt nichts gegen den guten Rasen sagen. Nur gegen diese Hälfte. So. Auch da wieder. Sehr schön. Wird erstmal geklärt und der Konter somit unterbunden. Das ist gerade, ihr habt es jetzt nicht gehört, aber was hier gerade im Hintergrund passiert ist, dass unser Produzent nach Keksen fragt und unser neuer Kommentator Jan Hendrik wirklich ihm die Kekse gegeben hat. Hier wird noch das Catering selbst gemacht. Du bist sehr freundlich. Also aber er kann mich ja stumm schalten, dann kann ich gar nichts mehr machen hier. Das ist auch wieder wahr. Da wurde gerade Abraham Jan umgerissen. Das habe ich aber nicht genau gesehen, ob das... Nein, da war nichts. Er beschwert sich auf jeden Fall auch nochmal beim Linienrichter. Und bei den Fans löst das natürlich, wenn wir genau vor der Gegend gerade, das löst natürlich was aus. Ah, man sieht jetzt immer wieder, wie Petschke Anweisungen an Saibu gibt. Ja, die Kette hinten muss sich da noch ein bisschen finden. Dann ist ja jetzt auch erst Saibus zweites Spiel. Und das hat auch bei Nielsen Petschke mittlerweile, habe ich das Gefühl, die Abstimmung funktioniert zwischen den beiden zumindest ganz gut. Aber das hat auch 2-3 Spiele gedauert. Und Beermann wird hier umgebolzt. Spiel geht weiter. Ja, man liegt noch weiterhin. Ja. Und jetzt wird raus. Wir können mal kurz drauf gucken. Hoffentlich haben wir die Szene noch mit drauf. Versucht er den Ball abzuschirmen und weiß ich nicht. Nee. Also in Elfer sehe ich da jetzt auch nicht für. Also ungeschickt auf jeden Fall. Ja, unglücklich. Ja. Aber dadurch, dass der Ball ja nicht in direkter Nähe. Ja, also er macht ihm natürlich dadurch irgendwie den Weg zu, also ein Elfer würde ich dafür auch auf keinen Fall pfeifen. Dafür war es dann nicht aggressiv genug gegen ihn, sondern er bleibt einfach nur stehen. Haben sie irgendwie halbwegs geschickt abgekocht, jedenfalls aus HSV 3 Sicht. So, das gibt auch keinen Foul. Ich glaube, er ist am Rasen hängen geblieben an der Stelle. Es liegen schon zwei HSV-Spieler und der AFC in Form von Radchen. Begrüßt die Fans vom Black Block mal mit dem Ball. Ja, wollte da einfach den Ball ausbefördern, war dann aber ein bisschen, hat seine Kraft, glaube ich, ein bisschen unterschätzt und da fast noch jemand am Kopf getroffen.
aber scheint hier ohne Behandlung auf dem Feld weiterzugehen für alle Beteiligten. Ah, Beermann scheint da, das ist mir entgangen, aber da scheint Beermann einmal kurz behandelt worden zu sein, aber der lag gar nicht, aber naja. Der war in Folge des, ich glaube, des Zusammenprall von vorne noch. Ne? Ja. Würde ich jetzt mal sagen mit meinem nicht medizinischen Fachwissen. Oder nicht vorhandenen Fachwissen. Bist du auch als Fußballexperte hier? Gott sei Dank. Nicht als Medizinexperte. Ich glaube, das führen wir auch nicht ein. Dass wir hier immer jemanden haben, der uns erzählt, was gerade gerissen ist oder gerissen sein könnte. Wo wir beim Thema sind, Kevin würde diesem Spiel wahrscheinlich auch gut tun. Während jetzt Beermann nicht mehr an den Ball kommt, dann kann ich das noch zu Ende führen. Kevin, also ein Muskelfaserriss wahrscheinlich und ist mindestens noch 2 bis 3 Wochen weg. So die Aussage von Bergmann zumindest vor dem Spiel. Das Gute ist, dass jetzt die nächsten 2 Spiele gegen Buchholz unter der Woche und dann gegen Dassendorf, aber dann ist es spielfrei. Das ist dann zumindest kleiner Wermutstropfen, dass es dann nur noch 2 bis 3 Spiele sind, die Kevin noch ausfallen wird. Aber er fehlt auf alle Fälle auch gerade, wir haben vorhin über den Elfmeter von Michael Gries gesprochen, beziehungsweise ihn haben wir auch gesehen, einmal, nicht zweimal. Und gegen Osdorff hat er ja auch einen Elfmeter für uns verwandelt. Also Kevin. Also der FC hat jetzt in meinen Augen, kannst du mir ja gerne korrigieren, das Spiel ist ein bisschen besser im Griff. Das, was du am Anfang des Spiels gesagt hast, dass Bergmann ja ganz klar auf Ballbesitz und auf einen ruhigen Spielaufbau setzt, sehe ich auch heute und das gefällt mir sehr gut. Ja, wird uns jetzt wahrscheinlich bis zur Halbzeit ich sag's lieber nicht, denn es wird gerade spannend. Abramian umgerissen, kein Foul, das ist aber auch in Ordnung. Hat den Ball immer noch, verliert ihn wieder und dann ist der Ball weg und Konterchance HSV. So. Das darf jetzt wieder sehr weit aufgerückt gewesen, deswegen ist schon. Ja, da gibt's eine gelbe für Petschke. Ja, aber das ist halt der die Schwierigkeit. Dadurch, dass der HSV so schnell in die Konter kommt, muss dann ein Innenverteidiger Petschke an der Stelle aushelfen, ganz außen. Und kassiert dann leider in diesem Fall dann auch zu Recht die gelbe Karte. Da bin ich gespannt, ob das jetzt die weitere Strategie ist. Ich wollte gerade sagen, dass ich vermute, dass wenn Altona das Spiel jetzt so weiter bestimmt, dass das Spiel noch ein bisschen plätschert und dass der HSV dann irgendwann doch eher den Sturm auf die Bastille öffnet. Aber vielleicht ist es auch ein Mittel, eher über Konter zu kommen und Altona mal machen zu lassen. Dürfen wir gespannt sein, wie sich das Spiel dann in der zweiten Halbzeit entwickelt. Wir schauen mal, ob wir in der Halbzeit vielleicht einen interessanten Interviewpartner schon mal auftun können. Also nach Aarons berüchtigter Pipi-Pause schnell wieder vor YouTube setzen. Grosche kann weitermachen.
auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Das ist genau wie Andi Bergmann es ja auch gesagt hat, sehr wichtig, dass wir jetzt nicht noch Spieler verlieren. Gerade in Hinsicht auf das Spiel dann am Dienstag gegen Buchholz können wir nicht noch mehr auffüllen. So, jetzt schön von Serbu. Stellt er sich schön hin. Genau, da wird ein bisschen rumgestochert, Freistoß. Ich weiß gar nicht, ob wir mit unserer Lobeshymne auf Serbu schon erwähnt haben, dass er auch beide Vorlagen im letzten Spiel gemacht hat. Noch nicht, aber du hast es geschafft. Haben wir das auch noch untergebracht? Also das hat mir gegen Niendorf schon ganz gut gefallen. Also der Sieg in Niendorf ist wirklich hoch zu bewerten gerade. Also ich war vom Spiel nicht so... Also klar hofft man immer auf den Sieg, aber Niendorf war jetzt kein Spiel, wo ich von vornherein gesagt hätte, dass das... Serbu sitzt da nochmal nach, aber der Ball ist leider weg. Also was ich sagen wollte, Niendorf ist einer schon einen, aufgrund der letztjährigen Leistung in der Oberliga schon eine Mannschaft, die man nicht so einfach im Vorbeigehen besiegt. Und von daher ist das wirklich schon eine tolle Leistung, die der FC da erreicht hat. Schiri, das auch das weiter. Das ist schon... Beermann geht dazwischen. Ist vielleicht nochmal eine Chance jetzt. Kommt über außen. Gucken, ob er den Ball bringt ihn noch. Und Abrahamian wäre da auch noch fast dran gekommen. Wäre aber abseits gewesen. Was er noch oben drauf gibt. Gab ja durchaus die ein oder andere Verletzungspause. Gar keine. Ja, du. Ein Minütchen nehmen wir mit. Ganz kurzes Resümee zur ersten Halbzeit. Was sagst du dazu? Ja, anfangs war es sehr abwartend. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass beide Mannschaften so ein bisschen schauen wollten, wo der Hase heute langläuft. Der AFC ist dann doch... Ja, du bist glücklich in diese Elfmetersituation gekommen, finde ich. Hat aber danach dann irgendwie ein bisschen das Spiel in die Hand genommen. Also, ich glaube, die Führung ist in Ordnung. Und da kann der AFC gerne in der zweiten Halbzeit ansetzen. Und wir hoffen mal, dass die Sonne, die jetzt hier über die AJK gerade rüberkommt, beziehungsweise ja schon etwas länger scheint, den Rasen etwas trocknet, sodass wir in der zweiten Halbzeit weniger Ausrutscher haben werden. So machen wir das. Wir melden uns gleich bei euch. Vielleicht auch noch mit einem Interview. Bis gleich, ciao.
uns heute bei 973 Zuschauern. Veranstaltungshinweise in eigener Sache. Unsere zweite Mannschaft spielt morgen um 13 Uhr gegen Harmonia auf dem Platz des SC Sternschanze. Das nächste Spiel unserer ersten Mannschaft ist wieder ein Heimspiel. Anstoß ist um 15.30 Uhr hier auf der IJK und unser Gegner ist der TuS Dassendorf.
nächsten Samstag am 17. Mai unseren ersten Baut. Baut nennt man bei uns Spiele. Los geht's um 14 Uhr. Das erste Spiel beginnt um 15:30 und um 18 Uhr ist dann das zweite Spiel. Kommt vorbei, es wird richtig hart. Das Ganze findet statt im Christian Leon. So, da sind wir wieder. Es wird sich fleißig. Ja, ich wurde hier gerade noch dazu genötigt, ein Kaltgetränk zu exen. Also, jetzt aber doch nochmal Hallo. Wir legen gleich wieder los und ich hoffe, ihr habt es in der Pause gehört. Wir haben leider kein Interview geschafft, weil wirklich alle abgehauen sind. Und Tuto, das war der Einzige, den wir noch zu fassen bekommen haben, der wollte nicht mit der grandiosen Leistung von Barkmann gerade angeben, hat uns aber versprochen, dass er beim nächsten Spiel wieder am Start ist. Ganz kurz noch einmal Werbung, nämlich für Roller Derby, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Am 17.09. im Christianeum, 14 Uhr geht's los und da machen die, Baut hieß das. Ja genau, das, also so heißt bei denen ein Spiel und da geht's los, Dresden versus Hamburg. Herzliche Einladung dazu. Und hier geht's jetzt auch mal los mit der zweiten Hälfte. Ja, ich habe immer noch... dass ich hier gerade noch dieses Sturzbier trinken musste. Mann. Wenn ich das richtig überblicke, haben wir nicht gewechselt in der Halbzeitpause. Das würde ich auch so sehen. Und es geht ein bisschen schneller los, habe ich das Gefühl. Obwohl gerade der HSV eine Ansage bekommen. Im Chat steht schon, dass wir 3-0 ausgehen. Wir können uns schon auf Buchholz fokussieren. Ganz so optimistisch bin ich noch nicht. Nee, ich auch noch nicht. Also sind ja auch noch 45 Minuten. So, Amel mal wieder. Schön. Ordentlich Tempo nach vorne, steckt jetzt auf Abrahamian durch, trifft das Außennetz.
Martin spielt uns das direkt nochmal ein. Ja, macht da ordentlich Tempo. Steckt dann durch. Ja, er schließt dann sofort ab, kann da auch nicht mehr sonderlich viel machen, sonst muss er das Tempo rausnehmen. Ist okay. Wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, während hier Guhua vielleicht wieder Tempo aufnehmen und den Ball mitnehmen kann. Nein. Sondern lässt ihn dann liegen. Gar nicht darüber gesprochen, wie froh wir gerade sind. Entschuldigung, gerade ein kleines technisches Problem. Die obere Kamera ist gerade ausgefallen. Aha, jetzt sind wir wieder da. Hula, jetzt sind wir ein bisschen dunkel. Jawohl. Sorry dafür. Aber das bringt mich, das ist jetzt vielleicht die perfekte Gelegenheit, auch wenn ihr euch über den Ton beschweren wollt. Beschwert euch einfach nicht, sondern ihr könnt uns sponsern. Via PayPal unter paypal.me/altona93. Das geht alles in die Technik. Wir machen das ja alles ehrenamtlich und brauchen immer Geld, damit wir das irgendwie hier technisch bewerkstelligen können und uns vielleicht irgendwann mal eine neue Kamera ohne Aussetzer kaufen können. Da würdet ihr uns sehr mit unterstützen. Vielen Dank. Ah ja, und sorry, der QR-Code spinnt noch ein bisschen rum, also gebt es einfach manuell ein. Ey, das ist wie bei so einer deutschen Behörde bei uns, dann geht der QR-Code nicht. Das ist, naja, Altona halt, ne? Ja, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, wir sind sehr glücklich darüber, dass Marcel Janssen nicht dabei ist. Da hatten wir es im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber, der ist 36 und verbringt seine Zeit trotzdem gerne noch mit Kicken. Ist mittlerweile, ich glaube, der ist auch im Aufsichtsrat, ne, beim HSV. Ja, Präsident. Stimmt, der Präsident. Der Präsident. Ja, stimmt, der ist sogar der Präsident. Vom HSV der ja. Präsident. Und dann spielt er auch ab und zu noch, ist jetzt aber gerade verletzt. Und du meintest schon vorhin so, als Mittelstürmer, das wäre auch gar nicht so cool gewesen. Nee, also ich habe ihn vor ein paar Jahren gesehen, da hat sogar noch Piotr Truchowski, auch ehemaliger Bundesligaspieler des HSV, gemeinsam mit Marcel Janssen für die Dritte gespielt. Und ich kann mich an ein Spiel erinnern, da stand es 1:1 zur Halbzeit gegen, ich glaube, Süderelbe, ist auch eigentlich egal. Marcel Janssen ist eingewechselt worden und hat dann einfach in der zweiten Halbzeit gesagt, ich spiele nur bis zur Mittellinie, aber bis zur Mittellinie und bleibe in der gegnerischen Hälfte, was ja jetzt unbedingt nicht auch in seiner Bundesliga-Zeit seine Hälfte gewesen ist. Und hat, glaube ich, dann irgendwie in der zweiten Halbzeit noch 3-4 Tore geschossen gegen Süderelbe. Das war schon beeindruckend. Und das ist natürlich jetzt auch schon etwas länger her. Aber trotzdem, ich glaube, dass da noch eine gewisse... Ja, ich glaube, so ein Talent verlierst du dann, glaube ich, nicht. Und wenn du dich dann so ein bisschen fit hältst, dann funktioniert das auch immer noch. Mindestens für eine Halbzeit. Mindestens für eine Halbzeit. In der laufenden Saison hat er schon ein Tor geschossen. Und ja, können wir uns, glaube ich, an dieser Stelle glücklich schätzen, dass er nicht heute dabei ist. Vielen Dank an dieser Stelle an Ruben für die Getränkeversorgung, die gerade stattfindet. Das machen wir. Wir sind hier ein transparenter Stream. Während da hinten gerade ein bisschen viel rumgestochert wird, schön, dass Patchke jetzt den Ball mal nach vorne bolzt. Schön, wie Gries sich da einsetzt in den Ball. Aber leider jetzt verliert. Gegen Tom Burmeister. Das ist der, den haben wir ja vorhin auch schon erwähnt. Könnte bekannt sein, hat mal eine halbe Saison bei Altona gespielt, 21. Ich habe in der Zwischenzeit einmal geschaut, beim HSV gab es zwei Wechsel zu Beginn der zweiten Hälfte. Einmal Lütgen raus und Giannitis reingekommen sind mit der Nummer 11. Mika Ole Steensen und Dominik Jordan. Natürlich mit der 23
wie Michael Jordan. Das ist natürlich, glaube ich, wenn ich den Nachnamen hätte, ich würde die, glaube ich, auch nehmen, die 23. Genau, da hast du also zweimal. Du hast ja auch gerade schon in der Halbzeit verraten. Da hatte ich dich gefragt, ob du für nächste Woche auch am Start bist. Aber da bist du in Berlin und guckst Basketball. Das ist also auch so eine Leidenschaft von dir. Ja, auf jeden Fall. Also gerade schöne Abwechslung zum Fußball. Die Basketball-EM läuft gerade. Vorrunde war in Köln, das ist die Finalrunde. Also unter anderem in Köln und noch drei anderen Städten in Europa. Und die Finalrunde ist dann Berlin. Und da geht es dann nächstes Wochenende hin. Also nächstes Wochenende bin ich ausnahmsweise mal nicht an der AJK. Während der HSV jetzt aus der zweiten Reihe mal abzieht. Bergmann hält den Kasten weiter. Sicher und ohne Gegentor. Naja, du wirst nebenbei in den Stream gucken können, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, wenn das WLAN in der Berliner Halle hält, beziehungsweise das Spiel ist ja am Samstag, da ist, glaube ich, sogar spielfrei. Also ja. Dann mit einem weiteren ehemaligen HSV-Bundesligaspieler, falls er dann auflaufen sollte, Martin Harnik unter anderem. Was, Basketball? Nein, das ist in einer Ich dachte, der läuft bei dir auf. Nee, Gott. Moment. Der läuft dann für Dassendorf auf. Genau, für Dassendorf hier auf der ARK, aber vielleicht auch nicht. Ja, hoffentlich nicht. Also man wünscht ja keinem Spieler eine Verletzung, aber wenn er was anderes vorhat, wenn er auch in Berlin ist, dann also gucke ich auch gerne mit ihm Basketball. Das wär mir durchaus genehm. Das Spiel fängt so ein bisschen an wie die erste Halbzeit. Beide Mannschaften so ein bisschen auf dem Weg, erstmal den sicheren Ball zu spielen. Und das müsste ein Foul sein, ja. Das ist klares Gehör. Zu schnell gewesen. Oh ja, und das gibt jetzt auch die gelbe Karte. Wahrscheinlich. Ja. So ein bisschen die Summe auch. Philipp Körner, unser Co-Trainer, hat da von der Bank gerade schon die 2 hochgezeigt. Das deute ich mal als, das war jetzt schon die zweite Aktion, die böse war. Ja, und von Sampané möchte man wirklich nicht gerne gefoult werden. Der ist wirklich ein massiver Typ. Jetzt einfach mal mit langem Ball. Torwart zu Torwart gespielt. Jetzt hat Bergmann den Ball. Und jetzt wird wieder aufgebaut. Aber jetzt kommt wieder der lange Ball. Weiß nicht, ob das jetzt die richtige Variante ist, sich da das Pressing mit langen Bällen vom Hals zu halten. Abrahamian jetzt. Aber gut mitgegangen. Da kann Gries noch rankommen, kommt er nicht ran. Aber Ratchen hat den Ball sicher. Schöne Flanke. Stark. Starke Flanke von Rosche. Und Gries kriegt ihn da nicht ganz auf den Kasten. Aber schöner Ball. Gries hatte sich da genau in die Schnittstelle zwischen Innen- und Außenverteidiger begeben. Die haben das auch irgendwie gar nicht gesehen. Gut, das bin ich nie Mittelstürmer gewesen und sitze hier auch ganz sicher und trocken in unserer Sprecherkabine. Aber da hätte man überlegen können, ob Gries den vielleicht auch noch irgendwie in irgendeiner Form mit der Brust annimmt. Aber wir gehen schon wieder in die nächste Situation. Ja, da hätte er auf jeden Fall noch 3 Meter Platz zu beiden Spielern gehabt. Also Zeit war eigentlich da und Guha holt eine Ecke raus. Genau.
die Ecke war jetzt nicht so gut ausgeführt. Und da ist es wieder das, was ich vorhin meinte, dass der HSV dann doch relativ schnell in die Konter kommt. Aber Saibu versucht das zu unterbinden. Macht das gut und unterbindet das mit. Es wird ein Einwurf, ne? Ich habe das scheint also noch hinter der Eckfahne raus. War schon kurz, ob das eine Ecke wird, aber nope, das ist noch ein Einwurf. Ja, und das ist jetzt ein Abstoß. Ja, da kann man an der Stelle nochmal, es ist eine hervorragende Totale, die wir heute sehen, danke Simon. Wie schmus der da immer mitgeht, das ist wunderbar. Das ist mir gegabt. Gefährlich, Bermann rutscht weg. Oh. Glück für den AFC an der Stelle, dass das dämpfig ausgeht. Ich glaube, der Ball rollt auf der anderen Seite ein bisschen besser. Beziehungsweise da rutscht man nicht so schnell weg. Meinst du, das hat Gefälle oder sowas? Schön, sehr gut. Komm, krieg's noch ran? Nee. Und jetzt versucht der HSV vorzustoßen über außen. Aber Bengermann verliert er zum Glück den Ball. Kriegt er aber auch keine Hilfe. Ja, also das war relativ aussichtslos. Irgendwie, da hat auch keiner irgendwie mitgemacht. Der HSV wechselt jetzt zum dritten Mal. Paul Treichel kommt. Das ist sehr schön, der hat sich jetzt mal umgedreht, deswegen konnten wir euch das so schnell sagen. Das hatten wir jetzt die letzten Spiele, immer haben diese Leute sich nicht umgedreht und dann standen wir da wie die Vollidioten, weil wir nicht wussten, wer reingekommen ist. Ausgegangen ist Kouakou. Das konnten wir jetzt nur am Spielfeld dran sehen, weil er auf dieser Seite der Mittellinie bzw. der Grundlinie rausgegangen ist. Bermann. Oh. Nicht schlecht gemacht von Bermann, auch jetzt schon wieder die Kontersituation. Und das gibt Eckstoß für den HSV. Ja, HSV-Fans feuern jetzt schön an. Ich habe gehört, in der Halbzeit wurde berichtet, dass da schon irgendwie Hundertschaften vor der Tür zusammengezogen werden. Warum auch immer. Ich weiß nicht, hattest du das auch mitbekommen? Nee. Ja, also ich hoffe, wir kommen hier heil raus. Ansonsten bleiben wir hier bis zum nächsten Wochenende. Ja. Kopfball aus dem Fanblock. Den müssen wir uns nochmal angucken, meint Martin. Mustergültig. Ast rein, ja. Also kann man mal machen. Ja, also das auf jeden Fall ein bisschen albern, denke ich. Also hier chillen alle. Alle haben, glaube ich, einen schönen Fußballtag bisher. Ja, ich verstehe es nicht so ganz. Aber gut. Hier aus unserer Kabine ist es dann auch ein bisschen schwierig, vielleicht zu beurteilen. Können wir auch nicht alles mitbekommen. Einwurf Altona.
Zuschauer auf Gua. Ah, Amel versucht es in die Mitte, bleibt aber hängen. Glück, Sabu hat den Ball weiter, zum Glück, aber der ist weg. Also ich hatte das Gefühl, dass der HSV gar nicht so viel Lust hat, selber die Kontrolle über das Mittelfeld zu haben. Und ja, doch meistens eher gefährlich wurde, wenn sie die Konter fahren konnten. Der HFC unterbindet das auch ganz gut. Jetzt mal die Chance. Aber die Flanke ist leider nicht so schön. Ja, ich glaube, die haben sich jetzt auch ein bisschen darauf eingestellt und fahren eine große Restabsicherung immer. Dadurch kriegen sie es aber natürlich auch nicht hin, irgendwie mal in Überzahl vorne aufzutauchen. Und das beschert uns dann dieses bisschen, ich wollte gerade ereignisloses Spiel sagen, mal gucken. Nee, kann Petschke ohne Probleme so, klären. Und jetzt mal die Chance für Gehoa, sehr gut. Geht vorbei. So, aber der kann auch nicht mehr, der hat schon Geld. 3-3, ah. Und Abrahamian bleibt dann im Rasen hängen. Shit, ja, das wäre jetzt schöne Aktion eigentlich gewesen. Eieiei. Da ist schon ein bisschen Frust beim HSV, habe ich das Gefühl. Ja, wir sind hier gerade nochmal über die aktuelle Situation vor der AJK gebrieft worden. Anscheinend stehen tatsächlich 3 Hundertschaften in Alien-Anzügen vor der Tür. Es haben wohl irgendwelche Leute vom HSV eine Schnapsflasche mit reingebracht und das hat jetzt eigentlich, ist das hier kein größeres Thema, aber dann hat jemand die Polizei gerufen und die dachten, dass es hier richtig zur Sache geht, tut es absolut nicht. Also zumindest für hier im Stadion können wir das, denke ich, beurteilen. Das ist ja ruhig. Ja, und dann ist es ja auch irgendwie, macht das immer kein gutes Gefühl, wenn irgendwie vor der Tür Hundertschaften stehen. Also mir zumindest nicht. Ich hatte das auch schon mal bei einem Auswärtsspiel, dass man dann auf einmal in einer Kneipe eingekesselt wurde. Das ist einfach... wenn man eigentlich einen schönen Fußballtag hat, da fühlt man sich nicht beschützt, sondern das macht einem eher Angst. Weiß nicht, ob das jetzt sein muss. Anyway, im Chat wird gerade gefragt, was ist mit Jannis? Ja, Jannis sitzt auf der Bank, ist von der zweiten hochgezogen worden, wäre eine Stürmeroption, falls Gries schlapp macht zum Beispiel oder auch Abrahamian. Aber auf der anderen Seite, Borgmann sitzt auch noch auf der Bank, Wojtenko sitzt auch auf der Bank. Ob er heute seinen Einsatz kriegt, hängt, denke ich, sehr vom Spielverlauf ab. Also sollte hier ein Joker zu der Entscheidung benötigt werden, wäre er vermutlich nicht erste Wahl. Denke ich zumindest. Gua mit der Hand dran. Aber das ist echt cool, dass jetzt heute, natürlich ist es ärgerlich, dass jetzt ein paar Spieler ausfallen, aber dass wir gleich 2 Spieler aus der zweiten heute dabei haben, das zeigt ja dann auch, dass das immer besser funktioniert. Und immer mehr Leute aus der zweiten die Chancen haben, auch mal in der ersten anzukommen. Piet Verbeek ist da ja auch ein sehr gutes Beispiel. Absolut. Und Borgmann wäre ein weiteres, der spielt auch für die zweite.
Da war ich vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen bei der zweiten beim Heimspiel. Vor 2 Wochen muss es gewesen sein, genau. Und da hat er auch ein Tor geschossen. Schade. HSV im eigenen Ballbesitz wirkt immer so ein bisschen ideenlos, schiebt sich den Ball ein bisschen hin und her, kann da aber keine Lücke aufmachen, dann wird es der lange Ball und dann wird es irgendwie ein bisschen bolzig. Und Altona scheint gerade irgendwie mit dem Spielstand einverstanden zu sein. Schön, deswegen muss kein Abseits dürfte es gewesen sein, nein. Hieß. Ah, schade. Schade. Grosche mit einer guten Chance schon seine zweite, wenn ich mich nicht irre. Jetzt wechseln auch wir. Wenn wir hier nochmal drauf gucken. Ja, trifft er nicht perfekt, fliegt dann rüber. Wenn er die aufs Tor zieht, sind die richtig gefährlich. Genau. Und raus müsste sein Saibu und wer ist reingegangen? Mika Feigenspann. Scheint auch jetzt erstmal Saibus Position einzunehmen. Ist jetzt auch direkt zum ersten Mal in Ballnähe. Und sorgt für den Abschluss. Dann Hendrik schüttelt hier schon seinen Kopf. Aber haben sie Luke gelöst? Da war nichts. Weiter. Ja, Mann. Ah, kriegt den Ball da nicht rein. Leider nicht. Aber bleibt zumindest in Ballnähe. Ja, der Spielaufbau war mir schon wieder zu gefährlich an der Stelle. Da hat der HSV sehr schnell Druck aufgebaut. Das kann ich sehr gut verstehen. Da kriege ich auch immer einen leichten Krampf, wenn sich da hinten so gefährliche Bälle hin und her geschoben werden. Obwohl es ein bisschen besser geworden ist. Also da hatten wir in den ersten Spielen auch so ein paar Rückpässe von den Innenverteidigern zum Torwart, die saugefährlich waren, während da Radchen kräftigst einen abbekommen hat. Na, Bengelmann kommt da anscheinend um die Verwarnung drumherum. Forscher wollte das Spiel gerade schnell machen, aber da scheint der Rest nicht mit einverstanden zu sein. Petschke gibt da Bärmann noch irgendwie ein paar Worte mit auf den Weg. Schöner Ball. Und er setzt sich da schön durch, aber das passt nicht. Ich finde, das passt nicht so ganz zu der bisherigen Linie des Schiedsrichters, dass er das jetzt abgepfiffen hat an der Stelle. Aber gut. Absolut. Aber auch wieder da AFC ist im Mittelfeld echt gut. Macht die Räume wirklich, wirklich eng und ist auch schon überlegen. Gerade was. Wenn der HSV versucht, irgendwie durch die Mitte zu spielen, dass es meistens abgefangen wird. Jetzt kommt mal die. Aber auch die Flanke ist nicht so gefährlich. Glaube ich auch noch leicht abgefälscht. Schöne Annahme. Abrahamjan. Ah, schlechter Ball. Wollte da Bärmann erwischen, bleibt aber hängen. Und das rächt sich jetzt. Oh, Ball Petsch in die Mitte und Petsch gerettet aber. Ja. Aber Situation immer noch nicht geklärt. Jetzt aber erstmal Ruhe. Von Rosche reingebracht. Sehr schön. Thank you.
Hermann, Abraham, Jan. Schön. Kua kommt ran. Auf ungewohnten Terrain auf der anderen Seite. Und da geht Engelmann noch dazwischen. Aber Gua gefällt mir sehr gut. Seit dieser einen Szene, wo er gedacht hatte, dass er gefoult wurde. Aber seitdem sehr, sehr aktiv. Da wird er bestimmt auch von seinen Kollegen Spruch zu bekommen haben. Ja, eine der berüchtigten Einwurfflanken. Mhm. Wir können keine kurzen Einwürfe mehr. Ist dir das auch schon aufgefallen? Diese Saison, total das schön. Ist absolut unmöglich. Ich finde die lang, aber gut. Ich finde ja, lange Einwürfe sind ja... Standard. Ist wie ein Standard. Ist ja auch eine Standardsituation eigentlich, irgendwie. Ja, und jetzt kommt Grosche nochmal mit einer Ecke. Gohoa schon wieder mit dem Kopf. Der hat Bock heute. Ja, aufs Kopfballspiel. Ja, ich glaube, da können wir absolut zustimmen, was da gerade im Chat geschrieben wurde, dass der HSV jetzt irgendwie gerade in der zweiten Hälfte noch gar nicht gefährlich vors Tor gekommen ist und der AFC gut daran tun würde, nachzulegen. Ja. Das auf jeden Fall. Oh, Radchen untertritt da den Ball. Ball gespielt anscheinend. Ja. Aber gut, die Schiedsrichterlinie ist an der Stelle schön von Beermann. Super gemacht. So. Und das verstehe ich nicht. Warum Abrahamian da nicht mitläuft und sich da noch anbietet. Tja. Aber sehr schön gemacht von Beermann. So, wieder Grosche. Unser Produzent sagt, das wird das 2-0. Das glaube ich nicht. Außer Mika zaubert. Nee, da wird erstmal ein Einwurf draus. Übrigens, seit letztem Spiel hören uns auch die Stadionsprecher. Da fehlt eigentlich nochmal ein Mikro, Emra, dass du uns korrigieren kannst, wenn du was anders siehst. Der sitzt immer neben uns und wenn wir dann Quatsch erzählen, dann schüttelt er immer nur den Kopf. Aber bisher ist er heute nicht rübergekommen, also scheint nicht so schlimm zu sein. So, Einwurf für uns. Vielleicht stehen deswegen die Hundertschaften vor der Tür. Falls wir was Falsches sagen und Emra rüberkommt. Michael Gries ist raus. Und Alexander Wojtenko. Ja, nicht Janis, sorry. Genau. Ja, auch noch nicht wieder 100% fit, lange verletzt. Kommt aus einem Bänderriss. Aber ist jetzt öfter schon mal als Joker gekommen. Hat ja auch schon mal bei Altona gespielt. Da ist er direkt am Ball, aber leider verpasst er das. Ja, der hatte hier einen sehr schönen Einstand, als er damals kam. Da hat er, glaube ich, in den ersten paar Spielen direkt 3-4 Tore gemacht. War dann aber auch nicht lange da. Ja, und an seinem zweiten Einstand feilt er noch ein bisschen. Das würden wir uns natürlich wünschen, dass er da wieder zu seiner Form findet. Jetzt mal ein Schuss aus dem Rückraum. Das war fast die gefährlichste Situation des HSV bislang in dieser zweiten Hälfte. Er hat jetzt auch Zeit. Ja, der Einwand im Chat ist berechtigt. Also
Kevin fehlt schon im Sturm. Seid ihr wirklich toll, dass der AFC da im Sommer mal wieder einen, ich sag mal, so klassischen Mittelstürmer verpflichten konnte. War ja auch das Problem in der letzten Saison, ne? Gura wieder stark und oh, das ist, da geht er nicht hin, weil klar, das ist abseits gewesen, genau. Schade. Ja, das war in der letzten Saison auf alle Fälle ein Problem. Ich würde halt eben an dieser Stelle auch dann, weil liebe Grüße an Kevin Kottke, der ja in der letzten Saison es eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht hat im Angriff, aber aufgrund von, ja, von Verletzungen dann doch nicht so viel spielen konnte, wie wir uns das gewünscht haben. Weil ich fand sowohl auch die eine Corona-Saison, also die eine Saison, die abgebrochen worden ist, nach 6-7 Spielen, da hat er mir sehr gut gefallen. Auch in der letzten Saison, wenn er gespielt hat, hat er immer auf alle Fälle Torgefahr ausgestrahlt. Aber ja, deswegen auf jeden Fall toll, dass jetzt mit Kevin ein richtiger Mittelstürmer verpflichtet worden ist. Der hat eben auch sich in meinen Augen mit Gries gut ergänzt beispielsweise. Ja, wenn die beiden zusammenspielen, das hat mir immer sehr gut gefallen. Die scheinen sich schon sehr gut zu verstehen, ja, haben ein Auge füreinander. Kevin da auch oft sehr uneigennützig und hat ihn dann Gries zugeschoben. Also das hat mir schon ganz gut gefallen. Und ja, wenn man da in so einen Rhythmus kommt, das war so mein Eindruck, dann kann da eine Tormaschine auch entstehen. Aber da muss halt erstmal in diesen Rhythmus kommen, glaube ich. Auf jeden Fall. Es ist halt eben jetzt ärgerlich, dass Kevin noch etwas ausfallen wird. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie schon so ein bisschen in den Rhythmus reingekommen sind. Schöner Ballannahme von Abramian, der mir auch ganz gut gefällt. Also er wirkt manchmal noch ein bisschen, ein bisschen in der letzten Konsequenz, das letzte Quäntchen Glück fehlt da noch so ein bisschen. Aber er läuft viel, jetzt liegt er leider gerade. Dass es jetzt gleich weitergeht. Aber ich finde, es einen guten Einstand, läuft sehr viel. Hat sich mit Gries auch, glaube ich, ganz gut läuferisch abgewechselt und die haben die Abwehr schon gut, die Abwehr des HSV schon gut unter Dampf gehalten. Also ich finde vor allen Dingen mit der Historie irgendwie vereinslos und dann wirst du reingeworfen und spielst direkt Start. Jetzt zum zweiten Mal ganz schön abgefahren und wenn man den Kontext hat, würde ich das sehr positiv bewerten. Ja, danke für aktuell 106 Zuschauer. Das ist cool, das steigert sich Spiel pro Spiel. Oh, wieder ein kleines technisches Problemchen. Das ist ja... genau der richtige Zeitpunkt, um mal nochmal darauf hinzuweisen, wir machen das alles ehrenamtlich und es wäre hervorragend, wenn ihr was in den Hut werfen könntet. Das könnt ihr machen unter paypal.me/altona93. Davon gehen Jan Hendrik und ich danach natürlich kein Eis essen, sondern das wird alles in die Technik gestopft. Oder das ist fast ein Wortwitz. Jetzt Kevin und Gries sind zusammen Bombe, steht im Chat. Aber Bombe, wo ist der noch hingewechselt? Kurslack Neuengamme. Ah, ja. Die haben wir auch noch vor uns. Fand ich auch eigentlich einen starken Innenverteidiger. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der nicht so richtig zu Bergmann passt vom Spielstil her. Da hast du auch nochmal eben gewechselt, Benjamin
Dort ist drin. Hat Simon Siegfried ersetzt. Mitenko. Ah, schön, schön. Kann nochmal nachsetzen. Ah, schade. Da. Foul. Und wir nutzen die Gelegenheit, einmal drauf zu gucken. Er kriegt da aus irgendeinem Grund, ich habe es nicht genau gesehen, keine Wucht auf den Ball. So, schöner Doppelpass und dann, ja, ist er da schon einen Schritt zu weit gefühlt und muss den Ball so ein bisschen von hinten mitschlören. Ball kam dann nicht ideal. Schön. Einmal von der AFC. Könnte es mal schnell gehen, aber sie sind. Ramian hält den Ball. Das ist wieder die Einwurfbombe. Ja, das ist wieder wirklich zum Stilmittel geworden. Das ja. hatten wir früher schon mal. Ich kann mich dann noch an Saisons zum Beispiel mit Niklas Siebert erinnern, der das auch immer sehr gut konnte. So Einwurfflanken. Das ist jetzt der Job von Moritz Grosche geworden. Schön. Pfeift er das Ding da? Das pfeift er sehr spät. Ach, come on. Da war er sich wohl selber nicht ganz sicher in dem Moment. Aber als er dann gesehen hat, ah, da vorne ist jemand durch. Ich glaube, es wäre auch kein Abseits gewesen. Nee, es wäre kein Abseits gewesen. Ich denke, wäre durch gewesen. Ja, und hatte da 2 Meter Vorsprung. Also das wäre brandgefährlich geworden. Stattdessen jetzt die Hamburger. So, die HSVer. Der Ball kommt nicht schlecht. Aber Grosche klärt den. Und. Den gibt er den Vorteil. Aber irgendwann. Und dann gibt es Abstoß. Jetzt sind wir noch ganz gut aus der Nummer rausgekommen. Wir werden im Chat gegrüßt. Servus. Also, ich höre daraus, dass wir. Aus Süddeutschland aus gegrüßt Augsburg. Werden. Augsburg. Aus Augsburg. Und auch noch von der Insel Rügen. Liebe Grüße zurück an euch. Voll cool. Also wir haben International auf jeden Fall mit Hermann. Wir sind in Deutschland vertreten. Letztes Mal war total crazy. Da war, also kontinenttechnisch, wir waren Afrika, Amerika, Europa. Ist schon ganz schön abgefahren. Da fühlt man sich dann so als kleiner Hamburger Verein. Ja, es fühlt sich irgendwie cool an, muss ich sagen, wenn dann auf jeden Fall. Leute auf jeden von Fall. Überall irgendwie zugucken. Abraham Jan und jetzt geht auch Grosche, geht Doppelwechsel bei uns. Oh, und ich glaube, das wird Freude auslösen bei unseren ZuschauerInnen, denn Jannis kommt. Von der zweiten. Hochgewachsen, seht ihr jetzt gerade nicht. Und Markus Borgmann ist auch gekommen, wenn ich mich nicht irre. Wir gucken nämlich noch auf den Abschuss, aber den werdet ihr gleich sehen. Genau. Da war ja gerade Jannis hochgestiegen und jetzt wäre fast Markus Borgmann noch an den Ball gekommen. Rutscht auch weg, Jannis direkt. Er ist natürlich, der trainiert mit der zweiten natürlich auch auf Kunstrasen. Schön von Beermann, den kriegt er aber dann nicht mehr. Jetzt holt sich Beermann die gelbe Karte ab. Na gut. Das Augenblick habe ich jetzt nicht erkannt, ob er den Ball weggeschlagen hat oder so. Schön. Ja, der Ball und. Oh, aber der Ball war auch schlecht gespielt, muss man sagen. Also, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber Wojtenkos Ball dann nach vorne, da muss Romatowski dann warten.
Ja, das war ein bisschen eine Spur schärfer vielleicht. Und dann wäre es, dann wäre das ein traumhaftes Debüt geworden vielleicht. Schade. Der HSV wieder. Schön, Bermann. Ich war heute zu faul, zum Spiel zu kommen. Auch das ist Altona 93. Österreich, Finnland, das ist super. Aber ich muss sagen, das ist schon, ich glaube, dass es hier vor Ort besser ist als im Stream. Also ich würde mein Gelaber, glaube ich, nicht, also ich bin lieber hier und trinke Bier, als mein Gelaber zu Hause hören zu müssen. Ich höre dir aber gern zu. Danke. So. Also ich fände das auch schön, wenn ich dir dann einfach zuhören könnte. Mika Falk verliert da jetzt leider den Ball. Das wäre eigentlich eine gute Situation gewesen, um das Spiel mal ein bisschen in der gegnerischen Hälfte zu festigen. Jetzt kommt Nesen. Und der Ball landet auf der Bank. Ich muss den jetzt einmal für Aaron bringen. Aaron freut sich immer über hoch und weit bringt Sicherheit. Das ist so sein Lieblingsspruch. Ja, das... Da dachte ich, wenn ich den bringe, muss ich hier noch 5 Euro bezahlen oder so für die Phrase. So. Sehr schön. Einfach mal raufgehen, genau. Ich würde sagen, da hast du mindestens 10 Boot so oft, wie Aaron den schon gebracht hat. Flach und tief geht meistens schief. Ja, wir können jetzt hier Phrasen dreschen, weil... Ja, das stimmt. Aber es ist ein bisschen wenig noch vom HSV. Man soll natürlich jetzt nicht das Spiel vom Schlusspfiff loben. So, aber ja, der AFC kriegt das irgendwie mal ganz gut wegverteidigt. Trotzdem, wir müssen nicht drüber reden. Gerade dass dieses Jahr gab es dann doch die ein oder andere Situation oder das ein oder andere Spiel, wo wir noch in den letzten Minuten noch das Gegentor bekommen haben. Zuletzt ja auch unter anderem ja gegen Türkje. Während Nielsen den Ball jetzt nochmal Richtung Othmarschen klärt, so ungefähr. Die Pause können wir vielleicht noch kurz nutzen, falls uns die Kollegen drüben aus der Stadionkabine hören. Hier wurde im Chat gerade gefragt, wie viele Zuschauer heute da sind. 973, ruft Emra gerade drüber. Jetzt gibt es nochmal eine Ecke von HSV. Brüder vom HSV. Tobias Müller bewegt sich auch schon Richtung Mittellinie. Keine Ahnung, ob der jetzt schon komplett nach vorne kommt. Ball kommt rein, aber der ist, mein lieber Herr Gesangsverein. Da war, glaube ich, Barkmann noch irgendwie mit der Faust dran, ja, und hat den noch so einen Tickel verlängert. Halleluja. Knallen sie den erstmal hinten raus, aber ich vermute mal, Müller spielt dann kurz. Und jetzt. Oh, super gefährlich, jetzt, super gefährlich. Jetzt, und mit Ruhe abschließen, bitte. Barkmann. Mit Ruhe abgeschlossen. Sehr stark. Sehr stark. 2-0, genau so muss man es machen. So, mit Ruhe reingebracht. Was super. Freut mich tierisch für ihn. Ja, und das ist ein Einstand. Kann man machen. Joker. Also erstes Tor für den AFC in der Saison. Das zumindest in der Liga. Schön für ihn, schön super für Andy Bergmann. Wir gucken noch mal drauf. Jannis lässt ihn da auch einfach laufen. Hat super das Vertrauen. Gemacht. Super gemacht. Stark. Ganz stark. Ah, und ich höre von Emma und Rolf, das tut so gut. Ja, Mann, das tut so gut. Wieder auf Erfolgskurs nach Niendorf. Und es scheint so, du hast ja vorhin schon gesagt, nicht zu früh loben, aber... Eine weiße Weste wäre schon wunderbar. Ja, klar, natürlich. Aber wenn man etwas gelernt hat, alleine in diesem Jahr, wenn man dieses Jahr 2022 beim AFC so leider gesehen hat, da gab es ja doch einen oder anderen Moment. Ich erinnere mich ungern noch an Phoenix Lübeck auswärts, beispielsweise in diesem Regenspiel. Oder auch Oberneuland, Katastrophe. Ja. In der 90. Oh, das tat richtig das weh. Das tut heute noch weh. Ja, ja. Da, obwohl man jetzt schon abgestiegen ist und schon in einer ganz anderen Situation gerade ist, aber das war Gieberts sehr, sehr böse. Von daher ist es schön und hoffen wir, dass das Spiel dann auch, wenn es gleich abgepfiffen ist, so bleibt. Und da angeln wir auf jeden Fall noch jemanden.
Ich würde versuchen, dass wir vielleicht die Fänge mal nach Amel ausstrecken. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also super, super Leistung hat er auch den HSV. Immer wieder in Bedrängnis gebracht. Und jetzt pfeift er ab. Er hat keine Lust mehr auf den Freistoß. Sehr schön. Mega stark, hervorragend. Ja, also auch hier wieder unser ganz kurzes Resümee. Das souverän zu Ende gespielt. Also ich finde die zweite Halbzeit sogar noch deutlich souveräner als die erste. Und das tut einfach extrem gut. Das ist für Barkmann einfach geil, dass er jetzt wieder zu Null spielt. Drei Spiele zu Null. Genau, das ist einfach hervorragend. Das ist toll, dass Barkmann sich jetzt hier mal was abholen kann, dass Arme wieder Selbstvertrauen findet. Das tut Andi auch gut, der ja auch viel in der Presse auch um die Ohren bekommen hat. Das ist einfach stark. Wie hast du es gesehen? Es gibt wenig zu ergänzen. Du hast schon die Protagonisten angesprochen. Von daher fallen mir jetzt nicht noch viele neue Worte ein. Aber es war schön, dass der AFC es geschafft hat, sich nicht von diesen Kontersituationen, die der HSV punktuell eingesetzt hat, sich nicht durcheinander gebracht haben, sondern man ist ruhig geblieben. Man hat jetzt auch gerade in der Schlussphase, wo natürlich der HSV nochmal irgendwas bringen musste, um nicht jetzt noch nicht zu verlieren, da ist man ruhig geblieben, hat keine Fehler zugelassen. Würde auf alle Fälle sagen, dass das richtig gut gewesen ist. Also richtig, eine richtig, also erwachsene Leistung an der Stelle vom AFC. Ja. Genau. Cool. Wir versuchen noch jemanden für euch abzugraben, sind gleich wieder da. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Moin, unser erstes Interview können wir jetzt schon machen, während die Mannschaft noch auf Runde ist mit Kevin. Voll cool, dass du da bist. Kevin, erstmal, wie geht's dir gerade und wie sind deine Aussichten so? Ja, mir geht's gut. Also die Verletzung heilt recht schnell. Ich habe Muskelfaserriss gehabt, bin noch 2-3 Wochen, denke ich, raus. Aber dann bin ich wieder dabei bei der Mannschaft und natürlich hier mitspielen. Und natürlich schön, die Mannschaft heute gewinnen zu sehen und es macht Spaß. Okay, wir haben in der ersten Halbzeit so ein bisschen gesagt, da würde jetzt ein Kevin auch ganz gut vorne tun. Wie würdest du sagen, haben deine Kollegen dich vertreten? Ja, die machen das super. Ne? Also ich bin jetzt 2 Spiele raus, die haben beide Spiele gewonnen. Also die machen es besser ohne mich als mit mir. Nein, Spaß, aber es sieht sehr gut aus. Wichtigste ist immer, dass hinten die Null ist. Und wir haben jetzt 2 Spiele zu Null gespielt und dann gewinnst du auch. Und das ist so, so wichtig für die Mannschaft. Und vorne machen wir immer unsere Tore, da haben wir unsere Qualitäten, ne? Und haben auch immer unsere Chancen. Ne? Und deswegen haben wir heute auch wieder gewonnen, weil wir hinten die Null hatten und vorne haben wir unsere Tore irgendwann gemacht. Und meinst du, der Turnover ist jetzt eigentlich schon geschafft, nach ein bisschen Startschwierigkeiten, dass man es
Ja, jetzt mit der Null immer hinten und vorne läuft es auch langsam an, dass man jetzt einfach den Break-Even geschafft hat? Ja, ich glaube, es gibt noch so viele Dinge, die man verbessern kann und ich glaube, da arbeiten wir auch kontinuierlich dran, haben wir einen super Trainer, der uns da auch die Anweisungen gibt, wo wir uns verbessern können. Und ich glaube, das ist trotzdem ein stetiger Kampf, trotzdem besser und besser zu werden. Also wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen, aber sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und jetzt mit zwei Siegen im Rücken macht es auch mehr Spaß. Und da kommt dann auch Euphorie dazu, da kommt Spaß dazu. Und ich glaube, da kann auch sehr schnell sehr viel in die richtige Richtung gehen. Und der Schub tut gut uns, Jungs. Cool. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute dir. Und ich freue mich, dich wieder auf dem Feld zu sehen. Bis bald. Wir sind gleich wieder bei euch. Wir versuchen noch Amel zu erwischen. Bis gleich. Hast du dein letztes Kopfballtor gemacht? Weißt du das noch? Wäre meine erste Frage. Wir haben jetzt unseren Matchwinner des heutigen Partie bei uns, Amel Guha. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg. Und ich konnte mich jetzt nicht an dein letztes Kopfballtor erinnern. Wie sieht es bei dir aus? Ich ehrlich gesagt auch nicht. Warst du überrascht? Das war ja dann, ist ja nicht nur deine Position, aber heute warst du ja sehr aktiv überall, außen aber auch drin. Es hat heute ganz gut funktioniert bei dir.
Ja, das hat es wirklich. Ich habe mich auch gut gefühlt, die ganzen Wochen davor auch. Und ja, dann habe ich das Tor gemacht. Das hat mich natürlich beflügelt über das Spiel lang. Dann hatte ich natürlich noch mehr Bock und die Mannschaft hatte auch noch mehr Bock. Das hat dazu geführt, dass wir dann alle ja, uns am Ende nochmal hier, wie sagt man das, dann... Der Sieg ist überwältigend. Es ist ja schon jetzt der zweite in Folge. Ihr kommt jetzt so langsam in den Griff. Das ist schon das dritte Spiel ohne Gegentor. Das Spiel Nienorf war ja auch schon sehr, sehr gut. Heute daran angeknüpft. Was läuft aktuell besser als noch vor ein paar Wochen? Boah, ich würde sagen, vielleicht die Chancenverwertung, dass wir in einigen Situationen wirklich eiskalt waren. Die ersten Torchancen haben wir immer genutzt. Und ja, dann über das Spiel nochmal versuchen, die Null zu halten. Wir haben da einen super Torhüter drin gehabt, der auch mitspielt. Und ja, das kommt uns zugute natürlich. Und dann, ja, die letzten Minuten sind wir natürlich williger gewesen und haben uns dann natürlich dann, ja, schon wieder hier. Sehr schön, das kann man auf alle Fälle mal sagen, dass es sehr, der AFC dachte relativ gut, dass dann und ruhig mit der Erfahrung so ein bisschen zu Ende gespielt hat und dann ja noch sich noch belohnt hat mit dem 2-0. Trotzdem die Frage, du bist jetzt auf alle Fälle, du wirkst noch ein bisschen impulsiver als zu Beginn der Saison. Hat sich irgendwas noch verändert bei dir so oder ist es einfach so, dass man jetzt mit der Mannschaft immer mehr drin ist und es einfach ein bisschen besser läuft jetzt gerade? Ja, ich denke auch das, aber natürlich hat am Anfang mit Verletzungen zu kämpfen. Und ja, da muss ich auch erstmal ja, mein Spiel dann finden mit der Verletzung, dass ich nicht zu viel mache, dass ich dann wieder viel zu schnell raus bin. Deswegen muss ich ein bisschen sachte am Anfang. Aber jetzt fühlt sich alles gut an, alles stabil und deswegen fühle ich mich auch gut und kann Gas geben. Gas geben ist ein gutes Stichwort. Dienstag geht es schon weiter in Buchholz, nächsten Samstag dann gegen Dassendorf. Gutes Programm, heute war das vielleicht ein guter Start für die neue Woche. Und dann drücken wir euch die Daumen, dass es genauso weitergeht und wir weiter die Null halten. Und du dann nächstes Kopfballtor machst, würde ich mal sagen. Das ist doch jetzt nochmal was diese Woche. Super, danke. Danke, komm.